Meier, Müller, Bauer. Schön. Was denn los? Ich dachte, du hast keinen Kater. Ja, hab ich auch nicht. Jetzt bist du denn so schlecht gelaunt? Weil mir unser neuer Stallbursche ziemlich auf den Zeiger geht. Jakob, der ist doch ganz nett. Nichts Besseres zu tun, als mir am frühen Morgen die Ohren damit voll zu quatschen, wie scharf er Maike doch findet. So hat er das bestimmt nicht gesagt. Ja, er hat's aber so gemeint. Ja, kapiert? Ja. Und du findest Maike doch auch scharf. Dabei weiß doch nur, dass er einen guten Geschmack hat. Das ist ja... Ich sag dir mal was, der Typ ist gänzlich unter Maikes Niveau. Ja, im Gegensatz zu dir, meinst du wohl. Ach komm, weißt du was, vergiss es doch einfach. Simon, hast du schon mal über Maikes Vorschlag nachgedacht? Was für ein Vorschlag? Von gestern Abend. Einen deutschen Mann zu heiraten, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, um hierbleiben zu können. Also ich bitte dich, das war ja wohl eher ein Scherz. Einerseits, andererseits aber die Gelegenheit, um bei der Frau zu landen. Indem ich mit ihr eine Scheinehe eingehe? Also jetzt ist ja wirklich alles zu spät bei dir. Mann, bist du heute wieder schwer von Begriff. Der Typ aus der 12 hatte doch sein Hemd, ich bin gleich wieder da. Und vielleicht kommst du in der Zwischenzeit ja von selbst rum. Die Kleine war so süß und so hübsch, die hat ganz viel von Miriam. Und ich dachte immer, in den ersten paar Wochen sehen die Babys eher ihren Vätern gleich, damit die Kerle auch akzeptieren, was sie fabriziert haben. Wie die mich angeschaut hat, als ich sie auf dem Arm hatte. Wahnsinn. Könnte man richtig wieder Lust bekommen. Du weißt, ich bin dabei. Lass mich erst mal meine Probezeit hinter mich bekommen und dann... Und dann? Ja, dann schauen wir weiter. Wir werden unser Kind schon noch bekommen. Ich will ja auch eins mit dir. Okay? Okay. Ich habe gehört, Robert lehnt die Kleine ab. Wer sagt das? Ist nur ein Gerücht, aber so wie du reagierst, stimmt's, oder? Nein. Ich weiß es nicht. Ach, Tanja. Robert meint es nicht so. Der ist einfach gerade nicht er selbst. Er lehnt die Kleine also wirklich ab? Obwohl er seine Frau so geliebt hat? Er gibt Valentina die Schuld an ihrem Tod. Boah. Ich meine, ohne den Notkaiserschnitt würde Miriam ja auch noch leben. Ja, aber da kann auch die Kleine nichts dafür. Nein, natürlich nicht. Sie mussten sie herausholen, die war unterversorgt. Robert hat Miriam unendlich geliebt. Geht total durch die Hölle. Und, blickst du durch oder brauchst du Erklärungshilfe? Jetzt pass mal auf. Du hast mir doch gestern geraten, mich von Maike fernzuhalten, oder nicht? Und heute kommst du mit dem Schwachsinn, dass ich sie heiraten soll. Ja, aber da habe ich sie auch noch nicht so gut gekannt. Nur seit gestern Abend. Ich finde, ihr beiden passt super gut zusammen. Ach Mensch. Das ist so lieb von dir. Aber leider sieht Maike das ein bisschen anders. Mhm. Spielen wir das ganze Ding doch mal durch. Oh Gott. Gesetzt den Fall, du heiratest. Ja, da müsste sie A erstmal ja sagen. Wird sie, wenn sie in Deutschland bleiben will. Und B ist eine Scheinehe strafbar. Wieso Scheinehe? Du liebst sie. Ja. Aber sie mich nicht. Ja, noch nicht. Aber das ist das Geniale an der Idee. Je länger ihr zusammen seid, desto heißer findet sie dich. Das kann ja beschwerlich dein Ernst sein jetzt. Doch. Warum nicht? Du bist doch ein toller Typ. Mann, Simon, das wird funktionieren. Och, überleg doch mal. Ihr habt so viele Gemeinsamkeiten. Ihr wart euch auf Anhieb sympathisch. Super. Ihr habt beide Humor. Ihr könnt beide die ganze Nacht durchquatschen. Ihr trinkt beide gerne guten Wein. Wenn es da keine Gelegenheit gibt, sich mal ein bisschen näher zu kommen. Mann, Simon, du musst auch mal was wagen in deinem Leben. Was hast du denn schon zu verlieren?
Onkologie, Leberkarzinom, na Bingo. Von wem ist das denn? Dr. Gebhard Weißmann. Dr. Gebhard Weißmann, Facharzt. Was haben Sie denn hier zu suchen? Was erzählen. Gut, ich dir auch. Du wirst nicht glauben, was passiert Maike, ist. Maike, es ist wirklich wichtig. Ich würde dir gerne was vorschlagen. Gut, was immer du möchtest, ich sage ja. Heute erfülle ich dir alle Wünsche. Weißt du warum? Weil ich glücklich bin. Simon, ich bleibe in Deutschland. Jakob will mich heiraten.